Wir haben unsere Arbeit mit dem Thema 2007 angefangen. Und ganz am Anfang haben wir Sprechstunden eingerichtet für die ehemaligen Opfer, für diejenigen, die die Deportationen erlebt haben. Es kamen sehr viele Menschen. Viele von ihnen sagten, sie hatten bis jetzt keine Gelegenheit gehabt, darüber erzählen zu können. Es gab auch Tränen. Für uns ist klar geworden, es liegt ein kollektives traumatisches Erlebnis vor, das zum Ausdruck gebracht werden soll. Die Deutschen kamen in der Nacht oder frühmorgen und jeweils gaben sie nicht viel mehr als eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit, damit die Familie das Notwendigste zusammenpacken konnte, bevor sie abtransportiert worden ist. Der ganze Vorgang betraf 1,5 Millionen polnische Bürger jüdischen und christlichen Glaubens. Tutaj w środku tego kręgu opowiadamy o tym, jak to przebiegało, te deportacje i jakie były ich bezpośrednie następstwa. Czyli tutaj pokazujemy, jak oni są wyrzucani z domów. Większość tych dokumentów na tej planszy to pochodzi ze źródeł niemieckich. Fotografowie SS-mani dokumentowali ten historyczny proces, bo oni to z wielkim patosem widzieli, historyczny proces powrotu tych ziem do Niemiec i wysiedlania tych untermenschów z tych ziem. Tu jest inny przykład też wysiedlania na Żywiecczyźnie. Te akurat fotografie są zrobione z ukrycia przez Polaka. Bardzo rzadka dokumentacja. Zrobił 200 fotografii, gdzie z ukrycia udawało mu się podglądać. Dlatego one są widać z okna, ze strychu, z firanki. To są kradzione spojrzenia, tak bym to nazwał. Im Herbst 1939 wurden folgende Gebiete Polens an das Dritte Reich angeschlossen. Pommern, Nordmazowien, Posen und Wielkopolska, Lodz und Umgebung und Oberschlesien. Das Ziel war es, die Gebiete vollkommen zu germanisieren. Großdeutsche Bauern, großdeutsche Siedler, großdeutsche Kaufleute, großdeutsche Handwerker und großdeutsche Politiker werden für Großdeutschland in diesem Raum die Zukunft unserer Nation sichern helfen. Adolf Hitler, Sieg! 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 Das Thema war lange Zeit in Polen verschwiegen. Das resultiert zum Ersten daraus, dass dieser Vorgang in einem direkten kausalen Zusammenhang steht mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Hitler und Stalin haben unter anderem vereinbart, außer dass sie Europa, Mittelost und Mitteleuropa in zwei Einflusszonen aufgeteilt haben, haben sie vereinbart, dass mehr als 500.000 von Volksdeutschen aus der sowjetischen Einflusssphäre heim ins Reich, Anführungszeichen, heim ins Reich durften. Und das Gebiet, worin sie fuhren, das waren gerade die einverleibten Gebiete. Nach der Wende von 1989 waren es wiederum die weißen Flecken der kommunistischen Vergangenheit das Hauptthema in der Öffentlichkeit. Und die Deportationen der polnischen Bürger aus den einverleibten Gebieten blieben nach wie vor im Hintergrund. Als Begleitprogramm der Ausstellung bieten wir jeweils Werkstätte für Schüler an. Hier erörtern wir mit den Jugendlichen, was man mitnehmen soll, wenn man gezwungen ist, in wenigen Minuten sein Zuhause zu verlassen. Przede wszystkim należy zabrać ze sobą w takiej sytuacji dokumenty, ciepłą odzież, pieniądze oraz prowiant. Portfel, dokumenty osobiste, apteczkę, ubranie na zmianę, prowiant, telefon oraz nóż i latarkę.
też są leki, zwierzęta domowe, ciepłe ubrania i cenne przedmioty, jakieś wartościowe dla nas. Die Ausstellung Vertriebene 1939 entstand 2009 dank der Initiative des polnischen Städtebundes. Seit dieser Zeit wurde diese Ausstellung in fast 30 Städten Polens gezeigt. 2016 haben wir die Ausstellung aufs Neue gestaltet und auch in der deutschen Fassung redigiert und somit die deutsche Tour der Ausstellung gestartet in Berlin. Die nächste Frage erörtert mit den Jugendlichen. Aus der Sicht der Täter war es, wie war es möglich, dass die Deutschen, die selbst Familienväter oder Familiensöhne gewesen sind, sich an der Vertreibung von unschuldigen polnischen Familien beteiligt haben? Nam się wydaje, że mieli to takie traktowanie i taką zamieszek do Polaków, do ludności polskiej, mieli wpajoną po prostu przez Hitlera. Ambicja Niemców była taka po prostu narzucić tą swoją wolę Polakom, żeby rządzić tą ludnością, żeby pokazać kto jest panem, mówiąc tak kolokwialnie, tak mówiąc takich miarą. Oni uważali się za kogoś lepszego, za jakichś takich nadludzi po prostu i dlatego tak traktowali Polaków. Cytat z broszury Untermensch. Untermensch. Ten pod względem biologicznym z pozoru taki sam twór natury, z rękoma, nogami, jakimś rodzajem mózgu, z oczyma i ustami, jest w rzeczywistości całkiem inną, przeraźliwą kreaturą, niby nieodległą od człowieka, z ludzkimi rysami twarzy, jednak duchowo, psychicznie stoi o wiele niżej niż jakiekolwiek zwierzę. Pęd ku zniszczeniu, najprymitywniejsze żądze, niczym nie przesłonięta pospolitość. Untermensch, to właśnie on. In unserer Ausstellung thematisieren wir auch andere Aspekte oder Kontexte des Hauptthemas Vertreibung von polnischen Bürgern. Zum Beispiel widmen wir eine Tafel dem namhaften Historiker Theodor Schieder. Er war in der Kriegszeit Berater von Erich Koch, dem Gauleiter von Ostpreußen, in den Fragen der sogenannten Volkstumspolitik. Eine andere Tafel wiederum widmen wir dem Film Heimkehr. Das war Kinohit des Dritten Reiches. Der Film erzählt über die Unterdrückung der Wolliniendeutschen in der Polnischen Republik, in der Zeit direkt vor dem Krieg. Dann von der Befreiung und über die glückliche Heimkehr. Heimkehr.